Wir überlegen uns gemeinsam, welches Sortiment wir haben wollen, wie der Supermarkt ausschauen soll. Es geht auch darum, im genossenschaftlichen Supermarkt zukünftig, dass jedes Mitglied eine Stimme hat. Das ist aber auch darüber hinaus in vielen Arbeitsgruppen, Kreisen die Möglichkeit gibt, mitzubestimmen und mitwirken zu können. Ich glaube, allen voran bedeutet das für mich, dass ich auch wirklich aussuchen kann, was für Lebensmittel wir anbieten, von welchen Produzentinnen wir das beziehen und genauso auch, welche Lebensmittel gibt es nicht. Genau, ich glaube, das ist für mich so der allerwichtigste Punkt und deswegen bin ich, glaube ich, auch in der AG-Sortiment. Bedeutet, dass man auch hinter der Kasse nicht alleine steht. Das heißt, wenn man irgendwas nicht weiß, die andere Person weiterhelfen kann. Und genauso auch das Mitglied, das einkaufen kommt, einem im Notfall auch aushelfen kann. Und das finde ich total schön. Genau, also musst du da so klicken. Und was ich noch dazu sagen würde, ist, also diese 3 Stunden der Mitarbeitsschicht vergehen immer irrsinnig schnell. Also es ist im Vergleich zu meinem Bürojob sozusagen, die 3 Stunden, die sind im Nichts vorüber. Man kommt, es ist eine ganz andere Tätigkeit in einem Fall. Man lernt immer was Neues dazu. Viele Mitglieder kommen ja dann auch als Einkäufer und Einkäuferinnen und dieser Austausch ist irrsinnig spannend. Und das Schöne ist, dass man oft auch die Mitarbeitsschicht sozusagen mit dem Einkaufen verbindet. Ja? Gerade wenn man vielleicht weiter weg wohnt vom Laden. Man kommt her, macht seine Schicht, kauft währenddessen oder nach Ende der Schicht ein und hat das gleich super verbunden. Das macht einfach auch Spaß, sozusagen auch an dem Ort zu arbeiten, wo man dann auch einkaufen kann.